Yo, servus Leute, hier ist mal wieder euer Donny und ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Map-Analyse. Und heute ist die Map Tunnel dran, meine Lieblingsmap natürlich. Und ja, ich fange am besten auch mal gleich damit an. Also Tunnel ist eine sehr, sehr große Map für Touchdown und weil sie halt so groß ist, muss man halt da mit bestimmten Techniken arbeiten. Aber erstmal zu dem schnellsten Weg von der Base zum Fumbi. Und ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass die Ballträger im Tunnel so gut wie nie einen Touchdown machen. Also wenn ein Touchdown fällt, dann nur durch, ich sage mal, einen Abstauber oder durch halt wirklich gutes Teamplay. Versteht mich nicht falsch, der Striker, der hat wirklich eine echt wichtige Aufgabe, denn besonders bei dieser Map muss man den Gegner unter Druck setzen. Lasst mich das mal so erklären. Also, als erstes muss natürlich einer den Ball schnappen. Allein bei dieser Aktion wird er schon heftig beschossen. Dann muss man das Bollwerk, sprich die zwei Gräben, überwinden. Dabei ist es der erste Graben nicht wirklich das Problem. Es ist vielmehr der zweite, weil er einfach viel höher ist und man hat kaum SP mehr. Und man ist früher oder später gezwungen, wieder in die Mitte zu gehen, wo die Gegner dann rechts und links schon geiern und auf euch ballern. Naja, es gibt noch die Möglichkeit, mit dem RC das alles zu überwinden, aber das lassen wir mal außen vor, ne? Und hierbei muss man halt beachten, dass man auch dass die Gegner nicht nur auf einer Seite stehen, sondern auch von rechts, links, dass vielleicht noch einer auf dem Tunnel steht, und das macht halt die Sache wirklich schwierig. Und auf dieser Map müsst ihr euch wirklich auf einen richtigen Ausdauerkampf einstellen. Und bevor ihr die Chance auf einen Touchdown habt, müsst ihr mit eurem Team folgende Situation schaffen. Ihr müsst die Gegner so weit zurückdrängen, dass ihr euch in diesem Bereich platzieren könnt. Ich sage mal dazu einfach Knotenpunkt. Dieser Punkt ist der beste, um einen Touchdown vorzubereiten. Aber man darf nicht vergessen, dass man so eine Position nicht wirklich lange halten kann. Weil wenn man stirbt, dann muss man erstmal über die ganze Map flitzen, um zu seiner alten Position zu kommen. Und dann haben die Gegner das einfach viel einfacher. Und ich erlebe es allerdings sehr, sehr selten, ich kann fast sagen nie, dass ein Tunnel-Match endet, ohne dass überhaupt ein Touchdown gefallen ist. Also ein Touchdown fällt immer auf jeden Fall. Allerdings wird die volle Zeit auch immer durchgespielt. Und ja, irgendwann wird sich immer eine Lücke öffnen, also es gibt irgendwo immer eine Chance durchzubrechen. Da muss sich der Ballträger halt so weit wie möglich nach vorne schleppen, in der Hoffnung, dass sein Kollege mit vollem SP und gutem HP bis zum Touchdown durchstoßen kann. Dabei solltet ihr den Ball auch nicht versuchen, so nah wie möglich an den Touchdown zu bringen, sondern habt eure Mitspieler so ein bisschen im Auge, weil wenn ihr den Ball zu weit nach vorne bringt und der Gegner ist dann näher am Ball, und dann war die ganze Aktion für die Katz. Und ja, wenn es jetzt allerdings dem Gegner doch mal gelingen sollte, euch zurückzudrängen und ihr habt den Ball wieder und steht relativ weit hinten, dann gibt es folgende Lösungen, um das halt wieder alles wegzumachen. Und ihr könnt einmal direkt, ich sage mal dazu, Long Way gehen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ihr am höchsten Punkt querfeldein alles in eure Schussrichtung erkennen könnt, bemerken könnt und könnt da einfach wild drauf losballern. Und somit könnt sich die Und somit kann man sich halt auf die Gegner einstellen. Und wenn ihr mehr Aim habt als sie, dann könnte es auch was werden. Nur das Problem ist, dass die Gegner von vornherein wissen, was sie im Schilde führt. Somit können sich die Gegner auch auf diesen Angriff vorbereiten und fangen an, zum Beispiel zu Wallshooten. Und jetzt habt ihr das Problem. Das bedeutet, ihr müsst mit eurem Team aus unserer Deckung nach vorne stoßen, wo ihr dann im Normalfall unterlegen seid. Viele versuchen wieder, dem vorzeitig auszuweichen und gehen wieder über die Mitte. Das Ende vom Lied ist, dass sie ihr Team auseinanderrücken, rütteln und dass sie alleine dann da beim Knotenpunkt stehen und von allen Seiten beschossen werden. Ja, und eine andere Lösung wäre noch, dass ihr direkt über die Mitte, also einfach schnell und direkt über die Mitte nach vorne stoßt. Hierbei kann es passieren, dass man einen Gegner überläuft und dass der Gegner von vor einem links, rechts, oben vor einem steht, und da hat man wirklich auch wieder schlechte Karten, und das ist kein effektives Spielen, wie ihr wisst. Ihr wisst ja, am Anfang habe ich ja noch gesagt, dass man sich auf einen richtigen Ausdauerkampf einstellen muss. Also, das, was ich gesagt habe, passiert im Tunnel eigentlich die ganze Zeit. Die Teams spielen sich ständig den Ball zu. Deswegen müsst ihr kurz diesen Knotenpunkt sichern
mit dem Ballträger vorrücken und wenn der Ballträger stirbt, sollte jemand übernehmen, der am meisten HP und SP hat und versuchen durchzubrechen. Die anderen aus dem Team versuchen in dieser Zeit sich die Gegner vorzunehmen, aber nicht mit Guns, sondern einfach mit Schwertern draufgehen, weil die Gegner, die werden sich jetzt nur auf den Ballträger konzentrieren, dass er keinen Touchdown macht. Ja, und das ist im Grunde eigentlich auch das ganze Geheimnis. Viele wissen eigentlich schon, wie man Tunnel spielt, aber ich habe es einfach nochmal gesagt und ein Video dazu gemacht. Ich komme jetzt zu den Jumps und welche Waffen wie Skills vorteilhaft sind. Da fangen wir auch gleich mal mit den Jumps an in Tunnel. Also in Tunnel gibt es ja, wie ihr wisst, nicht sehr viele Jumps und es gibt kaum Jump-Videos. Dennoch sind ein, zwei Jumps dabei, die man aufzählen kann, die doch hilfreich und vorteilhaft sind. Einmal die ganzen Reverse-Jumps, also an den ganzen Kanten von seinem eigenen Touchdown, die Kanten unten bei den Gräben. Dann gibt es einmal an der Seite den Dreifach-Jump, dass man auf den Tunnel oben drauf kommt, dass man an dieser Kante abspringt, dass man von seinem eigenen Tunnel unten einen Zweifach-Jump macht, was ja, um halt aus dieser Lage schneller nach vorne zu gehen, also den benutze ich sau oft. Und dann halt nochmal, dass man von unten nach oben zu seinem eigenen Touchdown kommt. Das sind halt so die Basic Jumps, die man eigentlich so beherrschen sollte. Und die tue ich eigentlich in fast jedem Tunnelspiel anwenden. Und das Thema Skill, also ich würde eigentlich nur den HP-Skill empfehlen, da man sich auf einen längeren Kampf einstellen muss, wo der HP-Skill nur vorteilhaft ist. Es gibt natürlich noch andere Skills, die an manchen Stellen echt gut zum Einsatz kommen, allerdings nur viel zu selten, wie zum Beispiel der Block, um kurzfristig zu verhindern, dass man überrannt wird. Dann gibt es noch das Schild, um den Ballträger in dem Tunnel zu beschützen. Dann gibt es noch Fly, um einen Überraschungsangriff zu starten. Und. Also manche Skills sind an manchen Stellen wirklich richtig gut, aber halt, wie gesagt, nur viel zu selten. Daher empfehle ich einfach nur den HP-Skill, da er ein passiver Skill ist und die ganze Zeit vorhanden ist. Für die Waffenauswahl gehe ich wieder auf diese drei Spielertypen ein. Also einmal den Rusher, den Backup-Spieler und den Verteidiger. Für den Rusher würde ich einmal das Plasma Sword empfehlen. Dann als Waffe eine Submachine Gun oder eine Smash. Bei dem Backup-Spieler, da kann er ein CS schnappen, also das CS, das ist richtig gut an manchen Stellen. Eine Smash und eine Semi-Rifle. Vielleicht auch Heal, aber mit Heal, das muss echt geübt sein. Als drittes der Verteidiger, der hat am meisten Auswahl, finde ich. Also da kann er auswählen zwischen einer Sniper oder einer Kanonade. CS ist auch wirklich vorteilhaft. Eine HMG, also da gibt es Leute, die können mit der HMG echt was reißen. Und als drittes vielleicht eine Nell oder eine Sentry Gun. Also da müsst ihr selber schauen, mit was ihr besser spielen könnt. Und als Skill würde ich euch dann vielleicht auch empfehlen, also das Bind, um halt zu verhindern, dass einer durchflitzt. Und den Block, wenn er halt wirklich zu viele Gegner da sind. Und eine Waffe, die eigentlich bei jedem in seinem Equipment dabei sein muss, wirklich muss, finde ich, ist die Semi-Rifle. Also die Semi-Rifle auf Tunnel ist wirklich, finde ich, die beste Waffe, um überhaupt da richtig zu spielen. Und ja. So, und jetzt wollte ich eigentlich noch ein paar Gameplay-Szenen kommentieren. Und es geht hier auch mal gleich los. Also, natürlich, das Spiel beginnt. Ich packe meine Semi-Rifle aus und schieße erstmal in den anderen Spawn. Wie man hier sehen kann, die ganzen Leute, die rennen in den Tunnel. Was eigentlich auch nicht immer falsch ist, aber die Semi-Rifle ist eigentlich eine richtige Musswaffe. Und hier rennen die Gegner auch wieder direkt in die Mitte und sind unserem ganzen Feuer ausgelegen. Und ja, wir knallen die alle ein nach dem anderen weg. Und ja, sie bewegen sich noch so ein bisschen steif. Also, sie haben überhaupt gar kein Movement, habe ich so den Eindruck. Und jetzt kommt halt der große Aufbau, also wir versuchen die Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen. Der Rusher hat jetzt den Gegner überrannt, aber gut, den habe ich erwischt. Hier nochmal der Triple Jump, also der ist auch richtig effektiv. Hier, weil ich jetzt noch weiß, da stehen zwei, drei Gegner, die könnten mir etwas schwierig sein. Und hier laufe ich einfach die ganze Zeit nach hinten und schieße in der Hoffnung, den Touchdown zu bekommen. Und den bekomme ich natürlich auch noch. Hier habe ich am Ende, ich sehe es gar nicht, 6 HP oder so. Also manchmal muss man halt wirklich die Augen zumachen und durchrennen. Überhaupt gar kein Gegner war, also kein Teamkamerad war in der Nähe, der mir helfen konnte, also deswegen musste ich einfach nach vorne. Und hier wieder gleich das
Wieder das gleiche, einfach mit der Semi-Rifle am Anfang in den anderen Spawn reinschießen. Hier habe ich 17 Treffer gelandet. Also, ja, das. Ja, ich glaube, mit 11 Hits kann man schon einen Kerl killen. Also, da habe ich den ordentlich Schaden zugefügt. Ja, und hier sind die Gegner halt, haben im Ballbesitz und wollten eigentlich, also habe ich den Eindruck, über die Mitte kommen. Aber naja, es sieht jetzt nicht so aus. Und weil sie halt so stehen bleiben, werden sie natürlich wieder fertig gemacht von allen Seiten. Also zögert auch nicht, bewegt euch immer, was ich ja schon 100 Mal gepredigt habt. Und hier ist wieder das gleiche Spiel. Also hier stehe ich bei den ganzen Gegnern und renne vielleicht auch ein bisschen zu weit nach vorne, aber mein Teamkamerad, der hat es recht schlau bemerkt und hat sich den Ball ergattert. Aber das war wirklich noch so eine Grauzone. Also das war so eine Sache, hat wahrscheinlich auch ein bisschen Glück mitgespielt. Ja. So. Das Spiel beginnt wieder. Ich schieße wie immer wieder mit meiner Semi-Rifle rein und die Gegner, komischerweise, bleiben die jetzt im Tunnel stehen. Ich weiß nicht, was ihre Taktik dabei ist, aber ob sie sich den Ball anschauen wollen. Na gut, sie bekommen hier 22 Treffer. Gut. Und dieser Frosch rennt alleine nach vorne an die Front. Gut. Jetzt sind wir wieder gefragt. Also wir tun jetzt, wir versuchen ein bisschen vorzurücken. Der Typ ist da oben noch immer im Tunnel mit der HMG. Keine Ahnung, was er will. Und das sind immer so Kamikaze-Läufer, die alleine kommen. Und ja, jetzt hat der Rusher, also mein Kollege, den Ball und rennt eigentlich auch wieder ein bisschen zu weit nach vorne. Und da versuche ich ihn einfach mal ein bisschen Unterstützung zu geben. Und hier rennen die auch wieder in einer Linie wie bekloppt. Ich habe gar nicht so viele Kugeln, wie ich abschießen kann, mein Gott. Ja, und da sterbe ich auch, aber gut, waren einfach zu viele. Und hier bei dieser Szene haben wir nochmal so. Also, wir ergattern uns jetzt hier nochmal den Ball und gehen dann Long Way. Also, ich nenne es einfach mal Long Way. Also, ich möchte einfach mal darauf eingehen. Und die Gegner, die können sich wirklich auch richtig gut darauf einstellen, wie ihr es jetzt sehen könnt. Da springen mir gleich drei, vier Leute entgegen. Und ich kann überhaupt gar nicht vorrücken. Und ja, ich kille hier jetzt auch nochmal den ersten, den zweiten und dann noch mit meinem CS und dritten. Aber im Grunde ist man da immer wieder unterlegen. Und das Gameplay geht jetzt auch ein Stückchen weiter. Also mein Kollege versucht jetzt weiter Longway zu gehen. Er wird gebindet. Und es läuft immer irgendwie darauf hin. Hier hänge ich wieder schön an der Wall fest. Aber gut, es läuft immer darauf hin, dass es einfach ein Gemetzel wird. Also es gibt keinen Sieger. Alle killen sich die ganze Zeit. Und hier geht es weiter. Mein Team versucht es weiter. Ich denke, okay, ich gebe denen mal ein bisschen Feuerunterstützung. Und jetzt sieht es auch so aus, ob es was werden könnte. Jetzt habe ich mir den Ball, denke mir, alle Gegner sind tot und da kommen gleich wieder die nächsten zwei. Da versuche ich einfach mit meinem vollen HP durchzurennen. Natürlich nicht, hier werde ich gestunt, noch geschlagen, obwohl ich schon tot bin. Und irgendwann, wie jetzt zum Beispiel dieser Spieler, der kommt dann wieder über die Mitte. Und das ist eigentlich so auch das Ganze. Also die Teams, die spielen sich den Ball immer wieder hin und her. Und hier kommen die jetzt wieder an und bekommen von mir aufs Maul, weil ich die irgendwie wegaime. Und jetzt versuche ich selber mal über die Mitte direkt anzugreifen und hier überrenne ich auch wieder 10 Gegner. Und jetzt links, rechts, von vorne, hinten, überall sind Gegner und ich habe überhaupt gar keine Chance. Also das ist auch wieder so eine Sache. Und da haben die Gegner auch wieder den direkten Ball und machen wieder einen Angriff. Und jetzt hier bei dieser Aktion wieder natürlich meine gute alte Semi-Rifle kommt zum Einsatz. Also die Waffe, die ist wirklich extrem gut. Die kann ich nur weiterempfehlen. Also hier waren wir kurz vor einem Touchdown. Und deswegen waren die Gegner da drin. Und jetzt kommt wieder unser Angriff. Er hat Ansch, keine Ahnung. Den hat er vielleicht ein bisschen falsch eingesetzt. Aber gut. Und da oben, da spawnt jetzt das halbe Team. Ich weiß, okay, das sind Gegner. Das schaffe ich auf jeden Fall nicht. Also ich kann mich da schon so ein bisschen einschätzen. Und hier halten wir erstmal kurz den Knotenpunkt. Was heißt Knotenpunkt? Wir sind schon ein bisschen weiter davor. Und jetzt versuche ich einfach durchzurennen. Wieder Augen zu und durch. Das ist so eigentlich die Chance, da einfach um Touchdown zu machen. Also da hat sich einfach die Lücke geöffnet. Und irgendwann wird sich immer wieder eine Lücke öffnen, um einen Touchdown zu machen. Und ja, im Grunde war das auch die ganze Map-Analyse. Ich hoffe, ich habe jetzt am Ende nochmal mit ein paar, ja, Gameplay-Beispielen gezeigt, worauf man achten muss, was wichtig ist und dass ihr daraus ein bisschen schlauer geworden seid. Und ja, jetzt seht ihr noch ein bisschen Spawn Camp und ich sag wie immer, euer Donnem RP als Skill. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.